Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls, hätte ich beinahe gesagt. Nein, wir sind hier bei Elden Ring. Ja, wir stehen hier immer noch vor dem Nebeltor vom Drachenblutsoldat von Noxtella. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich hier überhaupt schon sein sollte. Aber ich will irgendwie auch nicht aufgeben. Deswegen bleibe ich weiter dran und will diesen Typen einfach besiegen. Schon wieder versuchen, hinter dem zu kommen. Ja. Ist ein bisschen, bisschen her seit dem letzten Versuch. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Okay, diesen Rückschlag vergesse ich immer. Okay. Ich bin noch am Reinkommen. Ich muss wieder reinkommen. Das ist oh Gott. Wenn man ein paar Tage nicht gespielt hat und direkt wieder bei so einem Boss ran muss, das ist unangenehm. So, Kollege. Ich habe fest vor, dich heute zu besiegen. Doch bis hier gar nicht mal so. Oh Scheiße. Gerade sagen, sieht doch bisher gar nicht so katastrophal aus. Da geht die zweite Phase los. Ich gönne mir mal das andere Fläschchen. Lass mich da weg. Ich komme nicht weg. Okay. Das sah schon besser aus als der erste Versuch. Ich meine, so weit waren wir beim letzten Mal auch schon, dass wir den relativ sicher in die zweite Phase gekriegt haben. Aber die zweite Phase ist halt wirklich ekelhaft. Okay. Auf ein neues. Ich kann höchstens mal gucken, ob ich irgendeine Rüstung mit einem besseren Frostwiderstand habe. Oh, am Kopf macht man wohl mehr Schaden. Okay, das ist eine interessante Erkenntnis.
Sollte ich vielleicht versuchen, mich auf den Kopf zu konzentrieren, oder manövriere ich mich dann nur in irgendwelche unangenehmen Situationen rein? Ich kann es mal probieren. Ich meine, wir sind jetzt 5 Minuten im Spiel. Da haben wir schon 5-mal gestorben. Und hab zu oft geschlagen. Roll doch. Direkt selber schuld, hätte ich nicht schlagen dürfen. Er macht doch Blitze, warum zählen die als Frostschaden? Ich muss irgendwie hinkriegen, mich in der ersten Phase weniger zu heilen. Ja, insgesamt geht es ja, aber ich brauche in der zweiten zu viel Heilung. Ich brauche mehr Routine in der zweiten Phase. Das heißt, ich muss schneller und effektiver dahin kommen. Erkennt man das irgendwo dran, ob der liegen bleibt oder diesen Nachzieher-Wetzangriff macht? Mir ist bis jetzt noch nichts aufgefallen. Weil manchmal, wenn dieser Arm so nach vorne gestreckt ist und er dann da liegt, manchmal bleibt er einfach nur liegen und man hat einen freien Schlag drauf. Ich bin gerollt, ich bin gerollt. Ich glaube, wenn ich... Ich
bin gerollt. Interessiert das Spiel überhaupt nicht. Nein. Doch. Dafür brauche ich die Routine. Ich kann null einschätzen, also ich konnte jetzt nicht einschätzen, wenn er in der Luft ist, wann er seinen Angriff macht. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Und dadurch bin ich im falschen Moment gerollt. Hello again. Habe ich schon gerade 700 Schaden gemacht. Was habe ich eben getroffen, dass ich dem einmal so viel Schaden gemacht habe? Ich meine, ja, es war ein komplett aufgeladener Schlag, aber den habe ich vorher auch schon hingekriegt und das hat nicht so viel, also keine 700 Schaden gemacht. Irgendwo hat er eine Schwachstelle, die ich eben zufällig getroffen habe. Das habe ich neben geschlagen, den Arm. Weil das hat er zu 390 Schaden. Das hat er eben den doppelten Schaden davon gemacht. Ich sehe den Typen halt nicht. Ich sehe diesen Typen halt nicht. Mensch, unter dem Bild. Ich weiß, ich sterbe hier gerade sehr, sehr oft, aber hier findet, glaube ich, gerade ein Lernprozess statt. Ich pack den. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich den schaffe. Ob ich hier schon sein soll oder nicht, weiß ich nicht, aber ich pack den. Gar nichts getroffen. Bleib doch mal bei einem Schlag. Sei doch nicht so gierig, du Vollidiot. Also ich. Ja. Komme ich auf die Idee, dass ich zweimal schlagen kann. Und nochmal.
Okay. Und weiter geht's. Vor allem klettert er jetzt mal wieder da hoch. Nur um dann direkt wieder da runter gesch. Wart doch einfach hier unten. Ich komm doch eh gleich wieder. Ich laufe ständig gegen die Säulen. Ich denke immer, da ist eine Wand und die Arena ist vorbei, aber ich stehe einfach nur an der Säule dran. Das irritiert mich dann immer, wenn die. Oh, guck mal, den Ladebildschirm. Das Bild kennen wir doch. Ich denke dann immer, ich bin zu nah an der Wand. Und will dann auf die Seite. Schon wieder immer, es ist immer der gleiche Move, ne, den ich verkacke. Aber diesmal hat er nicht nachgehauen nach dem zwei, nach der zweier Kombo. Auch jetzt schon wieder zu viel Heilung. Da bin ich halt weggekommen. Stellt man mehr die zweite Phase, ne? Das ist doch. Ja, aber irgendwie auf der anderen Seite will ich halt auch ein bisschen rumprobieren. Wie ich mit weniger Schaden in die zweite Phase komme. Aber das, was ich hier gerade anstelle, ist. Naja, hat mit weniger Schaden jetzt nicht so viel zu tun.
Habe ich vielleicht zu viele Level in Stärke und zu wenig in meine Gesundheit gesteckt? Ich bin mir da nicht so sicher aktuell. Vielleicht habe ich mich ein kleines bisschen verskillt. Aber wer weiß das schon. Ich treffe ihn nicht. Oh Gott, ich Vollidiot.
einfach 1 Meter weiter rennen, statt zu rollen. Und ist jetzt aus dem Frostkegel rausgepackt. Aber ich sehe einen Fortschritt. Ich sehe einen deutlichen Fortschritt. So, nochmal. Diesmal ein bisschen länger konzentrieren. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Taktik gegen den ist, aber mir scheint so, als würde er auf Abstand bleiben, tatsächlich mehr helfen, als aggressiv drauf zu gehen. Nein, dumm. Oh. Doch nicht. Reicht's aber auch mal, Mensch.
duck mich die ganze Zeit, deswegen mich so langsam. Ja, du kleiner Drachenblutsoldat von Nutella. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass ich den pack. Oh mein Gott, wie ich's gewusst hab. Ich hatte absolut keine Acht drauf, wie viel Punkte der mir gegeben hat. Ich hoffe doch eine ganze Menge. Was? Das reicht nicht mal für ein Level ab. 1200 brauche ich. Geben die mir eine 200? Das heißt, ich brauche 6 Stück. Ach nee, 1000. Was kostet mir schon Level up? Ich hab's vergessen. Ah, okay. Noch zwei von denen, weil... Ich bin verwirrt. Eins davon. Ne, doch zwei. Oh Gott, es tut mir leid. Mein Kopf ist gerade ein kleines bisschen matsch, weil ich sehr begeistert bin, dass ich ihn geschafft habe. So. Jetzt die Frage. Soll ich weiter auf Stärke gehen für die Waffe? Oder doch lieber mal ein bisschen in meine Gesundheit investieren? Ich mach mal einen Punkt in die Gesundheit. Boah.